Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von God of War. Wir machen nämlich dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind, denn wir sind immer noch auf der Suche nach dem Orakel und wir waren genau dort stehen geblieben. Wir waren schon nämlich oben, aber es geht ja noch weiter. So, erstmal müssen wir hier gegen diese blöden Viecher kämpfen. Ja, die großen Viecher haben wir schon besiegt, das war kein Thema. So, hier ist eine Kiste, vielleicht, obwohl, nee, ich bin erstmal voll. Ich bin noch voll. So, das Vieh soll hierher kommen und nicht verstecken. So, na komm her. Ey, wie gemein. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ah, aber tot ist jetzt das Vieh. So, okay, wir haben jetzt zwei Wege. Einmal dort hinten und hier hinten links. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier lang. Oh, Alter, ist klar. Und wieder alles von vorne. Okay, kein Problem. Wir sind ja ebenso nicht so weit gekommen. Aber ich weiß schon direkt mal, wo wir dann als nächstes hingehen. So, na komm her, du kleine Bestie. So, mach deinen Mund auf und rein mit der Klinge. Genau das will ich sehen. Schön blutig und gewaltig. Oh, da kommt noch so einer. Wieso kommen denn überhaupt weitere böse Gegner auf uns? So, ein bisschen entfernen, weil in der letzten Folge hatten wir das Problem, dass er uns einfach so uns runtergeschubst hat und das war oberfies. Wir mussten dann auch wieder komplett alles von vorne machen und das war wirklich sau ärgerlich. So, okay, das war jetzt hoffentlich der letzte. Was ist hier? Da können wir auf jeden Fall was zerstören. Ah, hier können wir klettern. Hier ist noch eine Truhe. Aber ich bin, glaube ich, noch voll. Ja, ich bin noch voll. Oder ist das hier dieser richtige Weg? Ich weiß nicht, Leute. Was haben wir hier? Du, ich muss hier rüber. Löse den Hebel und senke die Brücke. Nein, nein, die kriegen mich nicht. Ich lasse sie nicht rüber. Diese Monster, sie werden mich zerreißen. Feigling. Okay, vielleicht müssen wir einen anderen Weg finden. Ah, eine Abkürzung. Verstehe. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, ja, ich muss dann doch hier rüber. Aber ich muss ein bisschen... Genau das meinte ich. Okay. Einfach springen. So, geschafft. Ja, wie kann ich denn die hier... Wie kann ich zum Teufel die umbringen? Ich kann die auch nicht abwehren. Nee. Shit, ich bin hier gefangen. Ey! Ey, ohne Witz, ich bin hier gefangen. Vor allem, wie soll ich denn bitteschön... killen. Ich habe jetzt nicht so eine Art Gewehr oder einen Bogen. Nee, nee, irgendwas übersehe ich. Ah,
Moment mal, ich habe so eine Idee. Denn es gab ja noch einen anderen Weg. Vielleicht müssen wir jetzt den da nutzen. Ich glaube, das war hier. Nee, da ist schon mal falsch. Hier war es. Genau. Ja, wenn schon Gegner auftauchen, dann sind wir schon immer auf dem richtigen Weg. Mann, diese Attacken sind echt verdammt nervig von denen. Aber sonst waren doch immer nur drei. Warum kommen jetzt auf einmal so viele? So, okay. Erstmal wieder speichern. Gut, dann weiter geht's. Wir haben gespeichert und genau hier wollte ich jetzt. Hier konnte man auch. Und ja, hier sind auch wieder diese verdammten Bogenschützen. Vielleicht können wir von dort aus die erledigen. Ah, hier ist ja nämlich der Eingang gesperrt. Aber hier konnte man wirklich was noch machen. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal und schauen erstmal, was wir so alles machen können. Okay, hier haben wir einen Hebel. Ey, es kommen so viele von denen, das gibt's doch gar nicht. So, okay, du bist jetzt der Letzte hier. Fein. Na schön, einen Moment mal. Was haben wir hier? Okay, hier geht's noch weiter. Mann, ich will auch nur die Vasen hier kaputt machen, um Punkte zu bekommen. Ey, wir haben so viele Türen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, was soll das, Kratos? Okay, hier sind nur Vasen. Naja, wenigstens bekommen wir hier ein paar Punkte. Ein paar rote Punkte schadet er doch nie. Ah, das sieht schon mal gut aus. Was brauche ich besser? Grün oder blau? Ich würde eher sagen blau. Sehr schön. Okay, dann hole ich mal... Oder halt. Hier muss ich noch lang. Ah, war nur ein Vase und eine Kiste. Okay. Na dann, wie gesagt, ich hole jetzt wirklich mal das Gewehr. Okay, Kratos, schieb mal, Junge. Du halt, das können wir doch schneller machen. Okay, bringt nicht so viel, wie ich dachte.
Ah, das sieht doch schon vielversprechend aus. Ah, verdammt, okay. Nein, 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 das wollte ich jetzt nicht. Genau das hier. Und ich wette, auf diese eine Platte können wir das Teil drehen. Weil das würde auch Sinn ergeben, warum da ein Hebel ist. So, das müsste ausreichend. Okay, dann ziehen wir mal. Ah, sieht nicht schlecht aus, aber ich muss, glaube ich, noch einmal drehen. Ach, verdammt, es geht wieder in eine falsche Richtung. Okay. Okay, okay, nein. Wieder zurück. Noch einmal zurück. Ah, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen können. Das muss erstmal hier raus, also runter. Dann drehen wir noch einmal. Dann platzieren wir es wieder. Und schalten noch einmal. Und jetzt ist das auf der richtigen Position. So, so müsste es jetzt gehen. Ziehen. Und Feuer. Genau. Prima. Ich habe wieder Gegner. Hö, was haben wir hier denn Feines? Gott Zeus. Kratos. Je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Krass, sie haben den Zorn des Zeus erhalten. Alles klar. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Oh yes, jetzt habe ich eine sehr gute, das ist ein sehr gutes Gefühl, was die neue Fähigkeit bringt. So, okay, es bringt nur was Blaues. Ah, Moment mal, es ist ein Bild einer Muse, eine der neun Töchter des Gottes Zeus. Das ist bestimmt Zeus. Es ist ein Bild des Gottes Zeus, der all seine Blitze auf die Erde schmettert. Er zeigt, wie die Blitze des Gottes Zeus die Soldaten auseinanderreißen. Okay, sehr interessant, dass wir ein paar Bilder anschauen können. Ah, verstehe, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Wunderbar. Ja, mit sowas habe ich jetzt gedacht, genau. Okay, zwei Treffer und dann sind die erledigt. Okay, jetzt habe ich irgendwas freigeschaltet. Genau. Jetzt habe ich diesen Weg freigeschaltet, aber Moment, Moment, Moment. Einen nach dem anderen. Und zwar erstmal wieder aufladen. Und jetzt gehe ich mal den einen Weg zurück, wo ich damals vorhin noch hin wollte, aber wo die verdammten Bogenschützen mir aus dem Weg standen. Ja, speichern tue ich noch nicht. Ich vertraue mich schon selber. Das wird doch ein Kinderspiel. Weil, das Blöde ist, ich sehe jetzt die nicht. Komm, 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 Kratos. Nicht stehen bleiben. Nein! Oh, verfluchte Hacke.
Ach, wie nett. Ich spreche von hier. Okay, wie cool. Ich speichere von hier. Das ist echt nett. Obwohl ich jetzt nicht gespeichert habe, hat das Spiel anscheinend auch ein bisschen automatisch gespeichert. Okay. Ich dachte, ich musste jetzt wirklich alles wieder von vorne machen. Das war jetzt sau ärgerlich. So, jetzt kriegt ihr es zurück, ihr kleinen Biester. So, Gott sei Dank, das waren jetzt wirklich alle. So, ich brauche Lebensenergie. Ich brauche Punkte. Ich brauche noch mehr Punkte. Und noch mehr. Und ich brauche blaue Punkte. Genau. So, geht doch. Okay, dann ab nach unten, weil hier können wir nichts mehr machen. Vorsichtshalber wieder mal speichern. Und die Reise beginnt erneut weiter. Okay, das sieht sehr interessant aus. Ah, drei Truhen. Drei wunderschöne Truhen. Eine Phönixfeder. Und ein weiteres Gorgonauge. Ja, die blaue Kiste brauche ich nicht aufzumachen, weil ich bin voll. Die sind ja nur Vasen. Ja, geht's nicht weiter? Geht es nicht hier weiter? Nee, ich glaube, das war nur ein Weg zu den Truhen. Okay. Ah, Moment mal. Vielleicht müssen wir zu den Typen hingehen. Aber das macht keinen Sinn, wenn ich den treffe. Dann lasst er mich doch nicht vorbei. Ich meine, der ist dann tot. Und wir kommen immer noch nicht rüber. Aber ich wette wirklich, wir müssen mal dort zurück. Weil einen anderen sehe ich jetzt wirklich nicht. Nee, warte, das war hier nicht. Ah, doch, hier. Hier haben wir die Abkürzung freigeschaltet. So, Kumpel, lass mich durch. Okay, ich nehme alles zurück. Und wir haben es geschafft. Tja, das passiert, wenn man mit Kratos anlegt. Man bekommt nur den Tod. Und ein weiteres Gorgonauge. Das heißt, mehr Lebensenergie erwarten uns. Und eine Feder. Noch zwei Federn, dann bekomme ich was Tolles. Na super. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ja, aber es ist jetzt noch nicht die passende Stelle. Ich meine, gegen diesen Typen schaffe ich das auch ohne mit diesem Zorn. Seht ihr? Und schon sind die tot. Und noch mehr von euch. Na kommt, wenn ihr so gerne sterben wollt, warum denn nicht? Wow. Nur einer?
Okay. Das war jetzt der letzte hier. Was kriegen wir hier Feines? Nur rote Punkte. Und hier? Ich wette auch rote Punkte. Jawohl. Das war irgendwie so klar. Es geht nach unten. Und wo sind wir jetzt? Okay, jetzt haben wir gerade das Orakel getroffen, doch leider ist sie wieder weg. Ja, weil sie wurde von diesen Viechern entführt. Oh, Kratos, bitte fall nicht runter. Okay, hier Speicherpunkt, dann würde ich sagen, speichern wir mal. Und meine lieben Freunde, ich würde vorschlagen, hier werde ich jetzt die Folge beenden, weil ich glaube, wenn wir weitermachen, dann wird das doch ein bisschen ein Weilchen dauern. Deswegen würde ich vorschlagen, hier wäre ein richtiger Zeitpunkt, hier die Folge zu beenden. Ich weiß, es geht spannend weiter, aber glaubt mir Leute, die nächste Folge kommt ihr auch noch. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ruhig einen Daumen nach oben oder schreibt doch ruhig einen netten Kommentar. Das würde mich wirklich tierisch freuen. Und ansonsten würde ich jetzt nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's wieder mit God of War mit dieser Folge. Ich hoffe wirklich, die Folge hat euch erneut gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ruhig einen Like da oder schreibt doch ruhig einen netten Kommentar. Das würde wirklich mich tierisch freuen. Doch wie immer, bevor ihr die Folge verlässt, habe ich noch etwas für euch. Denn wenn ihr oben links schaut, findet ihr meinen Kanal. Dort könnt ihr nämlich meinen Kanal abonnieren und wenn ihr das tut, werdet ihr keine weiteren Folgen von mir verpassen. Unten links findet ihr nämlich das letzte Video von mir, was ich zuletzt gedreht habe. Oben rechts findet ihr nämlich die Playlist von God of War und unten rechts findet ihr die letzte Folge von God of War. Ich hoffe wirklich, die Folge hat euch gefallen und wenn ja, dann wisst ihr auch schon, was ihr zu tun habt. Also Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal, zu der nächsten Folge oder vielleicht auch in anderen Let's Play Projekten. Macht's gut, tschüss.